Hallo Leute, willkommen zurück zu Bus Driver. Heute geht's wieder weiter. Wir fahren heute Linie 49, die Vorortschleife. Nur alte Hasen wagen sich an die Linie 49, die scheinbar harmlose Route im Sunshine Suburb hat es in sich. Kurvenreiche Tunnel, steile Gefälle. Diese Route stellt hohe Anforderungen an den Fahrer. Widerstehen Sie da, versuchen das Gaspedal durchzudrücken. Sie haben heute einen Bus. Echt? Na gut. Let's go! Ich habe keine Ahnung, wie die Steuerung geht, ehrlich gesagt. Ich habe heute schon OMSI gespielt, ich habe schon Euro Truck Simulator gespielt. Das ist das dritte Spiel, was ich heute spiele. Keine Ahnung, wie es geht. Hilfe! Das war der Pfosten. Ja Leute, geniales Spiel, mir taugt es, dass euch das echt noch gefällt. Ich hoffe, ich hätte jetzt noch nicht stehen bleiben müssen. 0,4 Kilometer, Meilen, nicht Kilometer, sondern Meilen sind in Amerika. Dabei können wir noch Gas geben, dabei haben wir noch keine Leute im Bus, also. Steht ein Auto auf der Straße, das ist super geil. Die Serpentinen runterfahren, beißt schon. Ja, schauen wir mal, wie viel Fahrten wir heute in der heutigen Folge machen, ob wir mehr als eine schaffen. Das sind immerhin 9 Haltestellen. Was ist das jetzt? Wieso kann ich jetzt nicht mehr vorfahren? Hallo? Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum da auf einmal. Habt ihr das irgendwie von euch verstanden? Warum da auf einmal so ausgebrochen ist? Ich hab's nicht verstanden. Kein Feedback, also das ist ein bisschen komisch gerade. Egal, wir fahren weiter. Nichts passiert, kein Unfall, ich hab nichts gesehen. So. So, dann bleiben wir da stehen, holen wir unsere ersten Fahrgäste. Da ist die Taste, ich sag nicht, weiß nicht. Mein Gott, jetzt kann ja was werden. Also die Abbiegegeschwindigkeit, du musst so runterbremsen, damit das Ding wirklich da abbiegt, wo du hin willst. Das ist ein bisschen komisch zum Fahren. Nächster Halt, Enemreich Sonderstadt. Also das am Anfang habe ich jetzt echt nicht verstanden. Aber immerhin haben wir zumindest keine Minuspunkte mehr. Nächster Halt in Kürze. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Na geh. Wirklich? Ich weiß nicht erwartet, ich glaube, sie müssen nur nicht so stehen.
Die Leute rein, kommt schneller, wir haben keine Zeit. Wir müssen uns den abbiegen bekommen, oder? Oh, die haben Bremsen. So, weiter geht's. Hätten wir den Unfall am Anfang nicht gehabt, würde es viel besser ausschauen. Unglaublich. Ja, ich weiß nicht, worüber ich wirklich mit euch reden soll. Es ist nicht viel passiert. Wobei ich auch nicht glaube, dass das das Spiel ist, was sich die meisten anschauen, das Video. Haltestelle? Ja. Ja, also Bus Driver habe ich schon vor, dass ich es auf jeden Fall weiterspiele bis zum bitteren Ende. Wir sind eh schon in Stufe 4 mittlerweile. Und ja, ich muss sagen, ich habe es selber noch nie durchgespielt eigentlich. Seit doch schon ältere Spielen damals, ja, habe ich es durchgespielt, aber so wirklich durchgespielt habe ich es eigentlich nie. Und das möchte ich jetzt mal mit euch zusammen nachholen. Und das kriegen wir hin. Ich merke gerade, mein Handy ist nicht auf lautlos. Ich hoffe, es ruft keiner an. Aber wisst ihr, Handy während der Fahrt? Nee. Bleibt grün. Ja, genau. Du hast eine Zehntelsekunde Zeit, um zu entscheiden, ob du bremst oder nicht. Ja, in letzter Zeit hat sich nicht wirklich viel getan. Hat ein neues Let's Play begonnen. Die Sims 4. Nur ich muss gestehen, mittlerweile bin ich da ehrlich gesagt auch wieder am Überlegen, ob ich aufhöre damit, weil die paar Aufrufe, die ich damit mache, rechnen den Aufwand eigentlich nicht. Es ist ja nicht so, dass ich mich da hinsetze und ich spiele jetzt einmal eine Stunde oder so. Muss ja das dann auch hochladen und vielleicht noch nachbearbeiten, Texte ausdenken. Nee, also es ist nicht so einfach. Also, tja, muss mal überlegen, was ich stattdessen mache. Wenn das Video nach 3 Tagen 70 Aufrufe hat, dann denke ich mal schon mein Teil. Ich muss überhaupt sagen, die Aufrufzahlen in letzter Zeit sind überhaupt schlecht geworden. Also, das höre ich aber von vielen Let's Playern, dass die Aufrufzahlen schlechter geworden sind in letzter Zeit. Woran das liegt? Einerseits an den einen Bug, den ich euch da vorgestellt habe, quasi, dass einige Videos scheinbar gar nicht angezeigt werden bei manchen Leuten. Und das heißt bei manchen Leuten nicht bei allen. Das haben wir ja gesehen, ich war im öffentlichen Modus und oh, das Video ist nicht da.
Das ist aber knapp. Lass du mich rüber oder lass du mich nicht rüber? Ja, Entschuldigung, falsche Taste, mein Gott. Da blinkt es ja da wieder. Gott sei Dank kracht's nicht. Er hat gebremst. So, wir sind da. Na, servus. 11 Minuten. Naja, ich glaube, ein zweiter geht's ja nicht. So, schauen wir uns gleich die nächste an. Stufe 5. Business Traveler Hotel. Eine Gruppe VIPs muss vom Airport schon wieder ins Hotel gebracht werden. Ein Business Traveler Hotel befindet sich am Rande der Old Town. Das was andere weiter in der City. Nicht vergessen, Elvis an. Zum Rum? Na, leck mich aber. Gut, fahren wir. Egal wie lange es dauert, damit es. Wenn es Glück gehabt, wird es eine längere Folge. Guten Tag. Einstieg bitte. Ja, ein Flughafen. So, 1,6 Meilen bis zum ersten Modell. Wir sehen wahrscheinlich dieses komische Resort da unten drin. Gut, wir waren beim Thema Kanal. Also, Sims 4, muss ich ehrlich gestehen, für die paar Aufrufe mache ich mal den Aufwand eigentlich nicht, weil ich habe jetzt noch das ein oder andere Video, aber das werde ich natürlich freischalten und so. Ist alles schon geplant, keine Sorge. Aber sonst. Cool, das ist grün, das schaffe ich nie. Bams, boah. Wieso rollst du vor, wenn ich jetzt von der Bremse gehe? So, dann müssen wir jetzt links. Grüne Welle, na bitte, wir haben's. Also Sims 4, Ende wahrscheinlich. Dann haben wir noch das Thema Busdriver. Geht weiter, habe ich ja schon gesagt. Das braucht man natürlich weiter. Mein blöd wäre ich, wenn ich das nicht weitermachen würde. Mir macht Spaß, ihr schaut es euch gerne an. Also geht's weiter. Dann haben wir noch. Was haben wir noch drin? Euro Truck Simulator. Geht natürlich auch weiter. Together mit Darcy geht weiter. Also das läuft in altbekannter Manier. Wir sollten uns dann halt irgendwann mal wieder Themen überlegen. Falls ihr Themenvorschläge habt, was wir mal besprechen könnten, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Weil Leute, es ist nicht einfach, sich für eine Aufnahmesession von 4 Videos 4 Themen zu überlegen. Wie sollte man das echt mal länger überlegen? Jedenfalls, wenn ihr einen Themenvorschlag habt, ist hinkommt. Das will aber keiner hören, glaubt mir. Dann schreibt es doch in die Kommentare. Und lasst mich wissen, worüber wir reden sollen. Das kann jetzt was Alltägliches sein, das kann jetzt irgendein spezielles. Weiß ich nicht, wurscht. Nur nichts Politisches und auch nichts irgendwie Religiöses, das interessiert mich nicht. Sowas spreche ich in meine Videos garantiert nicht an. Danke fürs Überlassen. Jo, also Euro Truck geht weiter. Es geht auch Euro Truck im Konvoi weiter, wenn ich denn wieder mal Zeit habe, dass ich in einem Konvoi mitfahre. Das ist jetzt, da ich ja wieder arbeite, geht nicht mehr so ab. Das
Scheiße, also du musst dich ja voll konzentrieren. Das Problem ist, ich muss darüber. So, jetzt ist ein bisschen beidhändig fahren, weil die Kurve ist ein bisschen gefährlich. Ich hoffe, wenn du mehr neben dir fährst. Ja, jedenfalls, auch der Konvoi geht weiter, nur es ist halt alles ein Zeitthema. Keine Zeit für irgendwelche Aufnahmesessions. Es ist halt, wenn man da mit mehreren Leuten fährt, dann muss man sich natürlich absprechen. Da muss man einen Termin finden, wo möglichst viele Zeit haben. Und wenn es dann halt einmal der Termin ist und ich keine Zeit habe, dann bin ich halt einmal nicht dabei. Ich bin jetzt beim gestrigen Manikus-Konvoi nicht dabei gewesen. Und ja, weil ich keine Zeit hatte. Dafür bin ich beim nächsten Mal vielleicht wieder dabei. Mal schauen, wenn mich wieder einlädt. Also ist ja nicht so. Ja, gut. Also Eurotrack geht nach wie vor weiter. Was haben wir dann noch? Forstmarkt ist, wie wir im letzten Video am Freitag gesagt haben, zu Ende. Das werden wir auch nicht mehr wieder aufleben lassen, das ist so, das ist beendet. Da sagt man, wir haben 100 Folgen, finito. Das reicht doch, oder? Wie viel wollt ihr noch? Es gibt da andere Leute, die das weitaus besser und professioneller spielen als wir, die das können. So ein guten LP zum Beispiel, der da der nächste Profi ist in dem Landwirtschaftssimulator. Gut, diese Anforderung hatten die eigentlich auch nie. 0,6 Meilen in 30 Sekunden, ganz sicher. Und ja, diese Anforderungen oder diese Qualitätsanforderungen, nenne ich es jetzt ganz einfach einmal, das hatten wir nie, quasi nicht. Wir haben das einfach cool, weil es uns Spaß macht. Ja, meistens halt. Und wenn wir euch unterhalten wollten, ja, was haben wir sonst noch? Bus Driver 5927. Haben wir sonst noch was? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also, ja, OMSI, hallo. Ja. OMSI geht natürlich auch weiter. Keine Frage. Kommt aber nach wie vor nur ein Video pro Woche. Also, nicht wundern, da ändert sich nichts. Ja, und ansonsten muss ich mal langsam überlegen, was ich als neues Projekt oder ein weiteres Projekt statt Sims machen kann, weil sonst kann es leer laufen auf meinem Kanal und das geht gar nicht. Ja, mal schauen, muss ich mir überlegen. Weiß nicht, ob alter Ego-Shooter, ob das was bringt, das ist mehr so, ich weiß nicht, ob es wer kennt von euch, No One Lives Forever. Schon ziemlich alt. Weiß ich mal, ob das auf Windows 7 64 Bit überhaupt noch läuft. Jo, mal schauen. Gut, wir fahren weiter. Wir haben jetzt noch 0,84 Meilen. Gut, das schaffen wir zwar. So, 0,84 Meilen, das ist nicht so weit. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ein Adventure kommt bei euch nicht so gut an, glaube ich. Dazu wäre es eine wirklich die richtige Erzählerstimme wie ein gewisser Herr Gronkh. Vielleicht kommt es auch deswegen bei euch nicht so an. Oder ihr wollt es bei mir einfach nicht sehen. So geht das, einfach mal frech vordringen. Bleib, danke. Okay, gut. Okay.
cool. Wird auch gerade grün gemacht bei mir. Das ist wieder haarscharf. Das wird sich nämlich genau nicht ausgehen. Ja, also ich muss noch genau überlegen, was für ein Dings, für ein Spiel ich da mache. Vielleicht auch mehr so ein bisschen was in die, nicht Horror, aber ein bisschen was in die mystische Gegend. Mal schauen, muss man überlegen. Es bringt mir halt nicht viel, wenn ihr mir irgendwelche Vorschläge macht, weil erstens wisst ihr nicht, welche Spiele ich habe und zweitens wisst ihr nicht, was ich spielen will. Ich habe auch schon überlegt, dieses neue Sherlock-Spiel, aber das kostet natürlich 40 Euro, also ist ziemlich teuer. Wobei, das muss ich jetzt sagen, das würde mich schon ziemlich reizen. Naja, mal schauen. So, wir sind gleich da, wir haben es gleich geschafft, ihr habt es überstanden, die Folge. Rechts, das heißt, ich muss wohl da Hotel Business Traveler, ne? Business Traveler, das wäre mal gleich fast da. Ich glaube, da war ich noch nie. Habe ich zumindest so ein Gefühl. Probleme, die kann man nicht wirklich umschauen. So, Lele, abgeliefert. Das war's für die heutige Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die Linie 19, eine tolle Stadt, an. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir ein Dislike da lassen. Ist mal recht. Ansonsten dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.